La Voyage Merle Mariage, unsere Hochzeitsplanung. Die Eule mit der Beule. Ja, ich merke schon. Du hast einen neuen Lieblingssong. Es ist schon ein Ohrwurm, ne? Aber du weißt auch, hast du einen Ohrwurm davon? Ja, schon, jetzt. Du weißt ja, was es bedeutet, wenn man Ohrwurm... Geistige Leerheit. Geistige Leere, nicht ja. Leerheit. Ja, warum? Geistige Leere, nach den Desperate sind es wahrscheinlich auch, nach den Real Housewives of Munich, ist das durchaus nachvollziehbar, dass man ein wenig Leere im Kopf spürt. Ja, bevor du damit mitsingst, dann lieber die Eule. Ey, aber Leere ist eigentlich auch ein gutes Wort. Wir waren nochmal am Ort des Geschehens, wir haben, glaube ich, darüber berichtet. Oder wir haben darüber berichtet. Ja, natürlich. In der vorletzten Folge. Sehr gut, dass du Buch führst. Da haben wir darüber berichtet, dass wir ja uns eingekleidet haben für unsere Hochzeit. Wir waren sowas von wirklich, wirklich frech, weil wir wissen gegenseitig, was wir tragen. Wir machen es nicht so wie anderswo, wo man nicht weiß, was man trägt. Und wir sind jetzt aber nochmal zurückgekehrt zum Schauort oder zum Tatort. Am Tatort? Und da war nicht mehr so viel los. Nee, wir wollten tatsächlich unsere Anzüge abholen, weil die wurden ja nochmal vom Schneider bearbeitet. Hatten wir ja über diese Kreidepumpe erzählt? Ja. Der hat ja mit einer aufwendigen technologischen Lösung unsere Maße genommen und mit einer Kreidepumpe dann diese auf die Kleidung übertragen. Also das ist wirklich Technik, die begeistert. Und dann haben wir... glaube ich, 2 Wochen oder so in etwa gehabt, bis wir nochmal zurückkommen sollten und dann sollten wir die Sachen abholen. Das war jetzt. Das war jetzt. Aber niemand hat mit uns gerechnet. Ja, eigentlich sollte eine E-Mail kommen oder ein Anruf. Ja, nichts kam. Gar nichts kam, aber auch jetzt nicht mehr. Wir hatten den Zeitpunkt. Also wir haben ein Datum bekommen, ab wann sie fertig auch sein sollte. Auch das war komisch. Man hat nämlich gesagt, ab so an einem Sonntag um 10. Hä? Hat der Laden noch gar nicht auf? Ja. Dann waren wir aber dann... am Montag darauf. Montags da. Ja, und wir kamen da an und es war in etwa so. Naja, man muss dazu sagen, wir waren relativ spät, weil... 18 Uhr. Ja gut, ich komme ja nicht so früh von der Arbeit nach Hause. Dann haben wir uns fertig gemacht. Dann muss man nach Düsseldorf. 18 Uhr waren wir da. Und 2 Stunden vor Ladenschluss. Nee, wir waren nicht um 18 Uhr da. 18.30 Uhr, 1,5 Stunden vor Ladenschluss. Es war 18.45 Uhr. Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, wärst du bestimmt um 18 Uhr pünktlich da gewesen. Ja, tatsächlich. Das ist jetzt aber ein anderes Thema, aber ja. Das ist tatsächlich so. Nein. Das weißt du auch. Nein. Also doch, das, doch, doch, nein, doch. Nein. Die Idee kam ja auch von mir. Egal, dahin zu fahren. Idee. Das abzuholen. Das hat ja da die Bedarfung nichts zu tun. Trotzdem wären wir früher da gewesen. So, stopp jetzt hier. Zurück zum Thema. So, echt. Ich kann nicht alles auf mir sitzen lassen hier. Muss mich auch mal wehren. Ja, wir waren da und es war nicht so viel los mehr. Ne? Also de facto war niemand da an der Stelle, wo wir es abholen sollten. Also beim Special Service? Keiner da. Keiner da. Dann haben wir da rumgeguckt, dann war eine Kollegin da, die da glaube ich aufgeräumt hat, die meinte, ich frag mal im Atelier, keiner da. Nee, im Atelier, da hat sie uns mitgenommen. Ja, aber da war auch niemand da und da waren auch die Sachen nicht da, angeblich. Angeblich. Dann sind wir wieder zurück und dann hieß es, warten Sie kurz. Ja, und dann haben wir lange kurz gewartet. Aus dem Kurz wurde eine Viertelstunde. Mindestens. Also gefühlt, es war gefühlt eine Viertelstunde. Naja, bis dann mal jemand kam, der aber auch nicht die Sachen hatte. Nee, eben, so weit war ich ja noch nicht. Da kam jemand und hat erstmal gefragt, was wollt ihr denn? Und dann denkst du ja auch schon so, habe ich doch alles schon erklärt. Haben wir doch gerade erzählt. So, und dann hatte er nochmal erklärt bekommen, was wir wollen und dann wusste er auch, worum es geht. Und dann hat er gesagt, ja, da muss ich mal gucken. Die Kollegen, die eigentlich dafür zuständig sind, sind alle schon im Feierabend und ja, ich muss mal gucken, wo die sind. Und dann war er wieder weg. Hm. In der Zeit habe ich dann, was habe ich gelesen? Die GQ, die Men's Health, die L. Die L, ich habe da alles gelesen. Nein, so schlimm war es nicht, aber wir haben nochmal warten müssen. Und ja, irgendwann kam die Hälfte. Ich bin ganz durcheinander, weil irgendwann kam er wieder, dann war nur die Hälfte, nee, erst waren die Schuhe da. Ja, die waren von Anfang an da. Die Schuhe da. Mit den Tüten, die hat er direkt gefunden, dann kam irgendwie die Hälfte, dann hat nochmal ein Hemd gefehlt, dann war die Schneiderin da. Es war aber auch die einzige Schneiderin, die noch da war an diesem Abend. Und dann war es schon 20 Uhr so gut wie. Und dann haben wir gesagt, da fehlt noch ein Hemd und dann hat sie gesagt, okay, ich gehe mal gucken. Ja, und dann kam sie nach einer halben Stunde etwa wieder und meinte, fehlt was? Ja, ein Hemd. Wollten sie holen. Wir standen da, du halb
in der Anprobe. Ja, das Schlimmste war, ich konnte mich ja nicht mehr hinsetzen, weil ich ja die Hose und die Jacke des Anzuges schon trug. Wir sollten jetzt nochmal alles anziehen, um zu kontrollieren, ob das war überhaupt der Sinn der Sache, ob das, was die Schneider gemacht haben, auch wirklich am Ende genau passt. Also wir und hätten, ich konnte mich nicht hinsetzen, um das Ding nicht zu zerknittern. Wir hätten uns diese Sachen noch einfach zuschicken lassen können, aber dann hätten wir halt keine finale Anprobe mehr gehabt. So haben wir die Anprobe gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, die haben wir mit uns selbst gemacht. Also ja, gut, das es war niemand mehr da, der dann mal geguckt hat, ob es jetzt alles sitzt. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Aber niemand hat sich auch so richtig zuständig gefühlt natürlich. Nee, es war irgendwie so ein bisschen, naja. Ja. Und zum Besten, als dann tatsächlich die Schneiderin mit dem fehlenden Hemd dann nochmal kam, das war nämlich meins, habe ich dann von diesem Hemd auch noch den oberen Knopf abgerissen, weil ich dachte, dass das so eine Art, das habe ich bis jetzt nicht verstanden, Knopf ist. Ja, an meinem Hemd sind die Knöpfe sind nicht fest vernäht, sondern sind so, ja, wie so Manschettenknöpfe so ein bisschen. Also so eingehangen. Genau. Außer der ganz oben. Der sieht aber genauso von vorne aus. Aber darum dachte ich, das wäre so und habe dann so an dem geruppt und dann war er auch ab. Ja, aber das wollte ich dann der Schneiderin nicht mehr sagen, weil das hätte ich, die hatte ja auch schon Feierabend. Ja, noch zumal ja dann jemand meinte, also wir sind bis 20.30 Uhr auf jeden Fall hier, also eine halbe Stunde nach Ladenschluss können Sie noch rumwuseln. Ja, aber es war ja keiner mehr da. Oh, es war auf jeden Fall, aber das Schöne war, es war so ein bisschen wie nachts im Museum, nur mit dem Kaufhaus. Ja. So, das fand ich schon cool, dass da einfach niemand mehr so war. Ich fand das schon schön, dass man so für sich war, so ist es nicht. Ja, aber auch es wenn war, wir jetzt nicht bummeln waren oder so. Aber dafür hätten wir halt nicht nach Düsseldorf gemusst. Nee. Das muss man mal an der Stelle sagen. Das hätten wir uns dann einfach zuschicken können, hier zu Hause anziehen können und sagen können, ja, passt. Ja, aber es war auch wieder ein Erlebnis. Erlebnis? Und wir konnten es hier erzählen. Ja, aber Erlebnis. Eieiei. Also Fakt ist, hier bei uns zu Hause sind jetzt unsere Hochzeitsanzüge. Sie hängen. Einer zumindest. Man kann sagen, komplette Outfits. Die kompletten Outfits, die sind jetzt da und man kann wieder einen Haken hinter etwas machen. Und das finde ich ja sehr, sehr gut. Abhaken macht immer sehr viel Spaß. Haken macht bei dieser ganzen Hochzeitsvorbereitungsgeschichte sehr viel Spaß. Und man kann auch noch dranhängen, die Entwürfe der Torte. Hast du ja auch bekommen. Aber lass uns das nächste Woche oder übernächste Woche erzählen. Ist um so das ein bisschen Neugier. Thema? Das ist ein einzelnes dann Thema. Dann war das jetzt ein Cliffhanger. Das war ein Cliffhanger. Beim nächsten Mal reden wir über die Hochzeitstorte, weil das ist schon ein sehr, sehr eigenes Thema. Wie wir zur Bäckerin gekommen sind und so weiter. Haben so wir da schon. Ah, da kann kein Zuhörling sich mehr daran erinnern. Haben alles schon vergessen. Die Geschichte erzählen wir doch mal. Das machen wir als Rerun, als Wiederholung. Also ich würde jetzt ja nicht nochmal erzählen, sondern eher den neuesten Stand. Das machen wir dann, das machen okay. wir dann. Aber ich muss für die heute Leute ja wieder ins Boot holen. Du verkraulst ja jeden mit deinen Aussagen. Wie, wen verkraul ich denn? Ja, wenn du sagst, wir erzählen alles nochmal, was wir schon mal erzählt also, haben. Also wer hier heute wen verkrault hat, bist du, als du gesagt hast, Kinder, aber nicht so viele. Ach so. Also alle Familien mit 10, 20 Kindern finde ich jetzt richtig doof. Ach ja. Weil du sagst, zu viele Kinder sind nicht cool. Naja, okay. Lassen wir uns das Thema nicht nochmal aufrollen. Merkst du selber, das mit den Kindern hättest du nicht sagen sollen.